Lira, heute ein kurzer Tipp, ein sowas von kurzer Tipp. Es geht um Change Root. Change Root. Beispielsweise habe ich hier auf meinem Linux Mint System auf der Platte noch ein Ubuntu 14.04. So, das ist zusätzlich installiert auf einer separaten Partition. Gut, jetzt bin ich natürlich hier unter Linux Mint, mache gerade dieses Video. Jetzt fällt mir vielleicht ein, ich möchte eigentlich da mal ein Update fahren, ne? Von Ubuntu 14.04, obwohl ich auf Linux Mint bin. Gut, jetzt könnte ich natürlich neu starten den Rechner, aber das ist jetzt blöd, da müsste ich ja mein Video abbrechen. Ihr habt vielleicht noch einen anderen Anwendungsfall. Zum Beispiel fällt euch ein, ihr habt auf der separaten Partition ein anderes Ubuntu-System und möchtet zum Beispiel dessen Test-User ein anderes Passwort geben oder das Root-Passwort ändern, weil ihr es vergessen habt. Ne? Gut. Auf meinem lokalen System bin ich TheRackRunner, Home TheRackRunner. Da gibt es nur mich, das ist Linux Mint, das ist Ubuntu 14.04, ist parallel installiert. Jetzt komme ich auf die Fantasie, während dieses Videos da mal Update zu fahren unter Ubuntu 14.04, dass das aktuell ist, wenn ich das nächste Mal starte. Oder den Test-User zu ändern. Neu starten möchte ich nicht, weil ich ja gerade dieses Video aufnehme. Oder ich habe andere Gründe, weil ich das Passwort vergessen habe oder ähnliches. Wie machen wir das? Da kommt uns ChangeRoot zugute. Gut. Ich habe hier so ein kleines Skript gemacht. Bei mir ist Ubuntu 14.04 in den Eigenschaften eingebunden. Und zwar im Verzeichnis Media TheRackRunner 14.04. Sieht man zum Beispiel daran, ich gehe mal auf Dateisystem und in meinem Linux Mint ist unter Media TheRackRunner 14.04 eingebunden. Den Pfad kann man sich mal kopieren. Gut, am besten einer ohne Leerzeichen, sonst funktioniert mein kleines Skriptchen hier nicht. Mit Leerzeichen ist das nicht gut. Kirschen essen. Gut, nochmal zur Übersicht. Wir wollen jetzt, obwohl wir hier unter Linux Mint sind, ne, das auf einer anderen Partition installierte Ubuntu 14.04 zum Beispiel aktualisieren, Benutzernamen, Passwort ändern oder ähnliches. Dazu macht er erstmal dieses da, sudo-i, damit ihr hier Admin seid, euer Passwort Linux Mint eingeben. Jetzt seid ihr der Admin Linux Mint. Das hier passt ihr euren Bedürfnissen an, das Ding da rein. So, Pfad. Ich habe einfach eine Umgebungsvariable Pfad genannt, damit ich das im Folgenden einsetzen kann. So, jetzt binde ich das bereits vorhandene, bereits eingehängte Dateisystem an die neuen Pfade. Zack, ne, mit B, mount-b, binden. Es ist ja schon eingehängt, aber ich binde es jetzt quasi an die neuen Pfade, damit sich das neue, jetzt eingebundene Betriebssystem gleich wiederfindet, damit seine Device-Unterordner, PTS, sysrun, und zum Beispiel die Resolve-Config, die dafür sorgt, dass er seinen DNS-Server findet, damit man überhaupt ins Internet kann, unter Ubuntu 14.04, das wir jetzt gleich einhängen, dass das funktioniert. So, werden wir gleich sehen. So, jetzt kommt ChangeRoot. Ja? Bevor ich ChangeRoot mache, mache ich vielleicht noch, vorher bin ich uname-a lsb-release-a. Ich bin noch Linux Mint. Jetzt kommt ChangeRoot. Ja. Bin Bash. So, wer bin ich jetzt? Uname-a. lsb-release-a. Jetzt bin ich Ubuntu 14.04 Trusty. daran sieht man, hat funktioniert. Kann man auch daran sehen, unser eingehängtes ChangeRoot-Verzeichnis hat CD Home Test-User, ne? Hat er, ne? Kann man daran sehen, dass ich richtig bin. CD. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel hier apt-get-update fahren, ne? Ein Update auf Ubuntu 14.04, ne? Ubuntu 14.04. Das sieht man zum Beispiel auch an Trusty Tar, an der Erweiterung Trusty, ne? Weil unter Linux Mint bin ich ja hier in der Version 16 gar nicht Trusty Tar. Ich bin ja kein Ubuntu 14.04. Ja, sieht man. Tatsächlich wurde dann
in die entsprechenden Unterordner meines Verzeichnisses, das da eingehängt ist, ein Update gefahren. Oder ich könnte mal versuchen, ich mache mal clear, damit das nicht so verwirrt, ne? Passwd, ja, des Test-Users in einem Test-User, ja. Den es hier unter Linux Mint gar nicht gibt, den es nur unter Trustitar unter Ubuntu 14.04 geht. Ne? Funktioniert. Ne? Geht. Nochmal. Ich könnte auch das Root-Passwort ändern. Ist überhaupt kein Ding. Wunderbar. So kann man nebenbei, ohne neu zu starten, auf das Dateisystem zugreifen, da ein Update fahren. Oder das Passwort vom Root ändern. Ja, Passwd dessen Passwort. Ne? Root. Ja, unter dem Ubuntu 14.04 Passwort root. Ja, zack. Und schon hat quasi das Ubuntu 14.04, wenn ich das nächste Mal starte, ein anderes Passwort für root und den Test-User. Exit. Wieder raus aus der Change-Root-Umgebung. Exit aus dem Root von Mint 16. Jetzt bin ich wieder der normale User unter Mint 16. Sobald man das Terminal schließt, ist das mit Change Root wieder durch. Gut, das entsprechende kleine Skriptchen hängt euch an. Ihr passt einfach nur den Pfad an, hängt vorher das Ding ein und dann ist das gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.